Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Tastenmusik, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem nächsten Video begrüßen. Heute mit Präludium und Fuge in G-Moll, Bach-Werkverzeichnis 885 aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Wie Sie das von den anderen Videos schon kennen, unterhalb in der Videobeschreibung finden Sie ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und dort ist auch mein PayPal-Konto verlinkt. Da kann man sowohl über ein anderes PayPal-Konto als auch über die Kreditkarte eine Spende hin überweisen. Alle Einnahmen, die Sie diesem Kanal zur Verfügung stellen, werden ausschließlich für die Weiterführung und Fortführung dieser Art von Videos verwendet. Sie können sich vorstellen, dass sowohl Video als auch Ton, Licht und auch die Videonachbearbeitung durchaus ein gewisses Maß an Aufwand, auch an finanziellem Aufwand erfordern und dafür bin ich natürlich für jede Art von Spende dankbar. Vielen Dank. Ich hatte auch in den letzten Videos schon angekündigt, dass es, wenn es hier auf diesem Kanal 500 Abonnenten gibt, dann werde ich ein ausführliches Video zur chromatischen Fantasie und Fuge von Johann Sebastian Bach machen. Also abonnieren Sie fleißig diesen Kanal und wenn Sie schon dabei sind, dann auch gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Heute aber zunächst Präludium und Fuge in G-Moll aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Dieses G-Moll-Präludium ließe sich am ehesten als polyphones oder doch zumindest imitatorisches, sogenanntes Organistenpräludium bezeichnen. Dessen punktierte Motivik und der damit einhergehende französische Duktus ohne Parallele im wohltemperierten Klavier ist und eher an Sätze wie den Kontrapunktus 2 aus der Kunst der Fuge erinnert. Der harmonische Verlauf teilt den Satz in zwei annähernd gleich lange Teile von einmal 10 Takten und einmal 11 Takten. Der erste, der übrigens auch dem Beginn motivisch verbunden bleibt, kadenziert zunächst in Takt 5 in die subdominante C-Moll und in Takt 9 in die dominante D, bevor dieser Teil in Takt 11 zur Tonika G-Moll zurückkehrt. Wir haben also in diesen ersten 11 Takten zwei deutliche Kadenzen zu den beiden Quint-Verwandtschaftsakkorden von G-Moll, nämlich einmal C-Moll und einmal D. Der zweite Teil hingegen geht sowohl mit der Motivik etwas freier um und weicht in verwandte Tonarten aus, bevor der Schluss durch längeres Verweilen auf den Orgelpunkten der Dominante und der Tonika erreicht wird. Bei der vierstimmigen G-Moll-Fuge fällt sofort das sehr markante, ja geradezu sprechende Thema auf, dem man auch ohne weiteres einen Text unterlegen könnte. Ein vorwärtsstürmendes Soggetto mit einem eindrucksvollen Charakter, das seinen Impetus, seinen Impuls aus einer pointierten Auftaktbildung, dem mit der Gewichtung der zweiten Zählzeit einhergehenden Metrum und einer insistierenden Achtelrepetition gewinnt. Dieses Thema wäre jetzt ohne größere Probleme zu kontrapunktischen Künsten geeignet gewesen, wie zum Beispiel einer Umkehrung oder auch einer Engführung. Erstaunlicherweise verzichtet Bach auf derlei Kunstgriffe. Allerdings mit einer gewichtigen Ausnahme, die dafür eine umso dominantere Rolle im Verlauf der Fuge spielt. Und zwar der Parallelführung des Themas in zwei Stimmen gleichzeitig. In der damaligen Kontrapunktlehre auch als Kanon sine pausis, also als Kanon ohne Pausen bezeichnet.
Im Vordergrund steht für Bach also weniger der kompositionstechnisch sukzessive, sich steigernde Aspekt dieser Fuge bzw. des Themas, sondern im Vordergrund steht der Kulminationspunkt solch einer klanglich sich ungemein verdichtenden simultanen Themenschichtung. Das klangliche Ergebnis ist eine fast schon orchestrale Wirkung des nur in Anführungsstrichen vierstimmigen Klaviersatzes. Ab Takt 45 erscheint das mit dem Kontrasubjekt unterlegte Thema erstmals paarig im Abstand einer Terz. Ab Takt 59 tritt jetzt zusätzlich das Kontrasubjekt selber noch paarig auf, sodass sich der vierstimmige Satz auf zwei quasi mixturartig verdoppelte Stimmzüge reduzieren ließe, was die schon angesprochene orchestrale Wirkung hervorruft. Etwas Ähnliches, aber doch tatsächlich in einer sogar noch weiter gesteigerten Form, gibt es sonst nur noch ganz am Ende der B-Moll-Fuge, ebenfalls aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Welche Steigerung das sein könnte, das werde ich Ihnen im nächsten Video demonstrieren. Werfen wir aber zunächst noch einen Blick auf den Ablauf dieser G-Moll-Fuge. Die G-Moll-Fuge ist erfreulicherweise sehr klar strukturiert. Eine Kadenz auf der Subdominante C, also auf der vierten Stufe, in Takt 44 teilt das Stück in zwei nahezu gleich lange Teile. Nennen wir sie der Einfachheit halber A- und B-Teil. Im ersten Teil ein wunderbar austarierter Aufbau, da in jeder der vier Stimmen zweimal das Thema erklingt, also achtmal in zwei Durchführungen. Welches darüber hinaus ab dem zweiten Einsatz in Takt 5, also ab dem Comes, jeweils von einem Kontrasubjekt begleitet wird. Beide Vierergruppen an Einsätzen übrigens mit identischer Einsatzabfolge des Themas, nämlich zunächst der Tenor, dann Alt, dann Sopran und zum Schluss der Basseinsatz. Was diese Fuge zu einer wirklich besonderen macht, geschieht im B-Teil ab Takt 45, nämlich die schon erwähnte und demonstrierte Parallelführung des Themas. Zunächst erklingt in Takt 45 das Thema gleichzeitig in Alt und Tenor im Abstand einer Terz. Das ist das Beispiel, das ich Ihnen vorhin vorgespielt habe. Dann haben wir eine weitere Parallelführung des Themas, diesmal zwischen Sopran und Alt im Abstand einer Sechste in Takt 51. Die Steigerung davon komponiert Bach ab Takt 59. Jetzt wird außer dem Thema auch noch das Kontrasubjekt in Terzen parallel geführt. Das bedeutet, zwei Stimmen spielen jeweils das Thema simultan, die beiden anderen Stimmen das Kontrasubjekt. Wie sich das anhört, habe ich Ihnen vorhin ja schon demonstriert. Eine sehr orchestrale Wirkung. Eine Coda mit einem leicht variierten letzten Themeneinsatz im Bass beschließt diese eindrucksvolle Fuge. Und jetzt viel Vergnügen mit Präludium und Fuge in G-Moll aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers.
Ich hoffe sehr, dieses Video hat Ihnen gefallen und darf Ihnen empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Dann bekommen Sie immer eine Nachricht, wenn hier ein neues Video erscheint. Wie ja im Verlauf schon ein bisschen verraten, das nächste Video, da wird es dann um Präludium und Fuge in B-Moll, ebenfalls aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers gehen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.